Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Heute mit der Freund-Episode von Eki Zugluft. Ihr seht, er ist schon ein A-Rang. Ich habe schon mal aufgenommen, dann hat er meine Stimmeaufnahme gesackt und hat nur den Ingame-Sound aufgenommen. Oder den Ingame-Sound aufgenommen. Was hat man da Stimme, was es normal nicht sollte? Keine Ahnung, was da wieder abging. Ist auch egal, dann geht es heute wieder mit dem Bug von Eki. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Ich habe letztes Mal Mihawk genommen, der ist witzigerweise auf dem Level aufgestiegen, aber egal, ich nehme ihn trotzdem wieder. Weil Eki ist ein Schwertkämpfer und, naja, Schwertkämpfer gegen Schwertkämpfer. Ja. Nein, kein Java-Update. So, also hier geht es auf jeden Fall um den Schwertkampf. Der eine oder andere wird es vielleicht schon erraten haben. Eki hat vor der Teufelsfrucht gegessen. Nämlich von der Giraffenfrucht. Ich glaube, das habe ich im LP schon mal erwähnt gehabt. Aber naja, für den Fall, dass ich es nicht habe. Wenn ich nochmal von der Giraffenfrucht gegessen, kann ich kurz entscheiden zwischen Mensch, Giraffe, Giraffenmensch. Das hört sich so doof an. Unser erstes Ziel ist es, Sanji zu retten. Ich werde keine Kampfvorbereitung. Ich habe, glaube ich, war hier immer noch als Freund dabei. Inspirationsterritorium. Was? Sogenanntes Inspirationsterritorium ist ein Gebiet mit Spezialeffekten. Nimm ein Inspirationsterritorium ein, um den Kampfgeist der Feinde drastisch zu senken. Nice. Wir müssten. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, weil die Insel sieht komisch aus. Es könnte Orange sein. Auf einer Aufmachung, wobei. Irgendwas. Es ist irgendwas. So, ich muss hier nach links. Rechts abbiegen. Hat auf das Sanji nicht liegt. Ich glaube, ich gehe am besten hier links. Dann segel einfach hier durch. Ja, genau. Mihawk kämpft mit dem Schwert und zwar mit jeder vollen Viereck-Kombination. Er lässt das Schwert weiter auf und macht dann die Move-Stärke. Man kann aber mit dem kleinen Dolch ein bisschen paar Kombis machen. Also die Dreieck-Kombination. Bam. Dann Viereck-Dreieck. Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, der hier. Dreieck, Dreieck, Viereck. Der ist auch nice. Und tschüss! Ach, war nicht ein Tschüss. Und tschüss! Die sind Stacheleinheiten, die müssen auf jeden Fall aufpassen. Boah, das ist immer das Blöde, wenn die nicht rammen. Da habe ich immer ein riesiges Problem mit. Ansonsten kann ich mich ja absolut Menge sehen in New York. Auch mein Main-Charakter von Pirate Warriors 2 auf Online habe ich ihn, nehme ich ihn sehr oft und sehr gerne. Richtig geiler Charakter. War richtig spannend mit dem zu spielen. Mir dann angefangen mit Bruno zu kämpfen. Habe ich das? Aber da suche ich das so gleich, wenn ich schon angefangen habe damit. Aua, oh, dieser blöde Orkan-Kick. Nervigste Fähigkeit ever. Gegnerfähigkeit dieses Spiels. Aber ich gebe ihn gleich mal runter. Mit dem kleinen Action-Modus. Das war's schon. Bin auch wahrscheinlich mit Level 35 leicht überlevelt, aber ich kann das auch nicht viel machen. Aber warte mal, den kann ich ja mit dem Special hier. Der erste Special ist der hier. Schwarze Klinge, wilder Schlag. Das Schwert von mir heißt der Black Sword oder Schwarze Klinge Yoru. So, hier sehen wir, wo durchgehen können. Aber die Basis hier ein. Das ist nicht Territorium, sondern das ist einfach so ein Feind gedöhnt, viele Feinde auf einen Schlag. Hm, why not? Auf jeden Fall geht's da mal hier längs, weil hier müsste ja Sanji sein, hier ist von Tabura. Tabura hat von der Wolfsbruch gegessen, genau, die ganze CPU hat man von der Wolfsbruch gegessen. Ich glaube, es ist ziemlich bis auf. Überlegen. Bis auf ein paar haben keine gegessen. Aber Tabura schlägt sich jetzt auf. So, Tabura ist auch tot. Tabura von der Wolfsbruch gegessen. Lucky hat ja von der Katzenbruch Modell Leopard gegessen. Bruno von der Dor-Dor-Frucht, also Dor von Tür. Da kann er nämlich überall eine Tür erschaffen. Was man ja auch in der EP oder in der Story schon gesehen hat. Das nervt ziemlich. So wenig. Geile Tür. Man kann ja wirklich mit dem Engel siedeln. Upsala, hey, das geht aber von gar nicht, Dude. Genau, und praktisch, je weiter ich diese Klinge auflade, ich sage jetzt, dass die Klinge aufladen, besser werden die Lufen im Nachhinein.
Ich werde mal versuchen, dass ich zweimal auflade und dann diesen Sprung mache. Moment, wollte ich mit R2 Säbel nicht durch und kann aber auch noch gleich aufladen, wenn ich die Kombination starte. Genau, jetzt. Boom! Schießt er mal die Kreisewellen ab. Ich muss praktisch noch die Blockaden für. Ne, jetzt ist die Verbindungsterritorium, glaube ich, heißt das da als Fanti. Die muss sowieso helfen und jetzt nehmen wir doch einfach mal hier die große Menge mit schwarzer Klinge, die Leere. Ich habe jetzt weiter gesagt, 72, 92 Chaos. Aber ich habe Territorium nicht eingenommen, weil der Anführer Feige geflohen ist. Wo würde ich auch, weil wir Bios werden, irgendwas dagegen schmeißen. Und Sanji brennt schon. Er brennt sich auch leicht auf Tsunami, weil er eigentlich. Da ist noch eine Menge. Nichts auf meiner Klinge standhalten könnte. Miyok ist ja der beste Schwertkämpfer der Welt, auch einer der sieben Samurai der Meere. Da er der beste Schwertkämpfer der Welt ist, ist er automatisch, weil ich ja gar nicht einfach Zorros Rivale bei dieser Zorro-Rivale haben will. Also nicht Samurai der Meere, sondern der beste Schwertkämpfer der Welt. Deswegen ja auch damals auf dem Narrativ, als wir damals aus Langeweile Don Quixote Schiff auf die Stadt gegen ihn kämpfen wollte. Er hat zwar leider verloren, aber er lebt ja noch. Und einfach immer weiter. Hurra, hurra, hurra! Nee. Wo geht's hier lang? Hier, weil ich glaube, das ist eine Menge. Ist auch nochmal hier eine Menge. Oh ja, hier ist eine Menge Gegner. Bam! Ich ziehe einfach durch und durch. Genau, einfach mal hier mit nur vier Säbeln. Boah, ich bin hier nicht so geil. Da machen wir dann eine große Kombination. So. Ich muss da unten noch ein Territorium einnehmen, aber ich habe das bei hier. Ah, die wollen wahrscheinlich zu meinem Main-Territorium. Das werde ich doch gleich mal schön verteidigen. Während hier meine Piratenkapitäne schön durchgeben. Und tschüss! So. Ich habe Zeit, dass ich mich erinnere, dieser eine Freundin, die wieder eine so Folge macht, das schaut mich dann ganz anders hochladen. Da kann es doch mal sein, dass ich eine Folge verzögert. Das möchte ich ja nicht. Ich hoffe mal, dass das mein Ingen-Sound, also mein Kommentar ein aufgenommen wird und nicht wieder mit Ingen-Sound. Und ich gehe mal hier oben. Nein, die wollen mein Territorium hier einnehmen. Das geht gar nicht. Das verteidigen wir auch gleich. Oh, da sind zwei Guerilla-Kommandanten. Oh, da ist der verteidigt. Eigentlich muss das kein Problem sein. Dann machen wir das. Okay, das war jetzt verkackt. Also die Guerilla, für den Guerilla-Kommandanten reicht. Da hinten ist noch eine Menge. Dann machen wir die zwei noch mit dem einen und dem letzten Schlag. Wenn ich den einen. Nee, das ist der Effektiv. Ah, ich schiele. Nee, jawohl. Erledigt, verteidigt. Passt. Sonst gehen wir da unten das Territorium ein, das da auch schon so cool aufleuchtet. Was das wahrscheinlich dann auch sagen möchte. Nimm mich ein! Nimm mich ein! Oder wahrscheinlich ist es bloß unser Missionsding, der uns sagt, nimm das Territorium hier ein, aber fix. So, erst werde ich die Mengen gesäbelt. Die ist auch tot, oder? Ja, los halt. Kann ich gerade überlegen, wo ich eigentlich mache. Genau, sollte ich noch erzählen, dass man das Ding dann auch an den Teufelskopf getroffen hat. Es gibt ja mehr als die vier, die wir hier sehen. Es gibt. Ich glaube, es waren tatsächlich neun. Und 55 Chaos. Jetzt habe ich bloß jetzt voll über die Leben. Naja, dann nicht auch egal. Auch ein Teil voll, dass ich gebraucht hätte. Ich muss die Sache besser aufpassen. So, die haben wir auch erledigt. Einfach mal hier so durchsiedeln.
2 und der hier nochmal. Immer mies. Da ist der Anführer. Territorium eingenommen. Und dann über 1000 K.O.s. Ich bin hier relativ fit. Wie gesagt, ich kann mit Leo wirklich gut spielen. Ich nehme ihn immer so als Spaß für den neuen Zorro, weil einfach mit Zorro konnte ich im ersten Teil so sehr gut umgehen. Mit ihm ist es halt wirklich richtig nice zu spielen auch, weil er da wirklich schön durch die Menge sehen kann. So, CP3 wird noch alles Zeit zurückgegessen. Es gibt ja mehr, es gibt dann noch Khalifa. Diesen langhaarigen Typen, der eine gute Körperkontrolle hat, mir fällt der Name nicht ein. Eule, bei dem ich der keinen Körperbruch gegessen. Es gab mal Nero, der wurde aber von Lucky selbst umgebracht, weil er ein Waschlappen war. Weil er nicht nur die Formel 6 nicht konnte, sondern er konnte bloß die Formel 4. Also konnte er, ich glaube, die Fingerpistole nicht und noch irgendwas nicht. Ich weiß gar nicht, was sind die 6 Kräfte? Der Moonwalk, die Fingerpistole, die Rasur, der Eisenpanzer, genau. Okay, euch sehen wir mal schnell down. Der Eisenpanzer, warte mal, also Fingerpistole, Eisenpanzer, Rasur, Moonwalk. Irgendwas vergessen, das ist nicht mehr 4. So, die Tore zu Fighting Parts sind eh offen. Oh, die haut mal alles schön ab, ja. Da ist Ecki. Kümmern wir uns mal gleich um Ecki. Ecki zuklopft. Da zieht's. Welcher Witz. Boah, ich dachte, das hat sich die Luft befördert, aber eigentlich war es ja nicht, der gesprungen ist. Aber ich sehe mich schon noch auf, die Giraffe. Du bist ja der Giraffe, das ist viel Angriffsfläche. Das macht überhaupt logisch keinen Sinn. Und ich kann auch den Zeitex-Modus, fühle ich deswegen nicht besonders. Gegenteil, ich schlitze jetzt noch mit meinem Special auf. Schwarze Klinge, die Leere. Goodbye. Tschüss. Sieg. Gewonnen. So, den gab's noch, was gab. Mir fällt der Name für diesen komischen Kabuki-Heini nicht ein. Und schade, ein bisschen weniger Schaden, und ich hatte letztes Mal nicht so viel Gegner besiegt, aber trotzdem nur A-Rang. Schade. Eule gab's noch. Nero, das waren glaube ich die letzten 5 Khalifa. Der Kabuki-Heini, der hat den Namen nicht ein für Khalifa. Der Kerl, Eule. Nero. Noch ein. Genau, Ecki konnte man glaube ich auch danach als Freund mitnehmen. Muss ich mal gucken. Neue Fächer an der Schatztafel, Fachleben. Ach ja, Level 39 von E-Hawk. Und Freundeslevel auch bei Buggy. Ich habe das in diesem Part gar nicht gezeigt, aber den werde ich mit dem auch noch spielen. Mit dem ist lustig zu kämpfen, so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Eine goldene Lucky-Münze. Lucky der Endwurm. Mir fällt gerade der letzte der CP9 nicht ein. Gab's überhaupt noch einen? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. So, ich habe das Zeug von Ecki schon gekauft. Das heißt, nächstes Part geht's weiter mit der Freund-Episode. Ich muss sagen, ich glaube, ich mache Robin oder Frankie irgendwie so. Vielleicht doch Brooke, ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal.